Da sehen Sie einen sehr behaarten Albino-Schwarzen. Sind der Hals, also Teil davon, und das Gesicht. Alles andere ist unter einer dicken Schicht Wolle und überzogen, ja? Du bist so labern. Ich bin keine Schwarzwolle. So Leute, wir überschreiten gleich die Grenze. Grenzgänger. Grenzgänger. Okay. Richtig krasse Leute. Ja, Mann. Richtig krass, Jungs. Ja, guckt euch den Yeti an. Yeti? Ja, erst bis der Weihnachtsmann, dann bis der Yeti. Der Yeti geht vor dem Schwarzen über die Grenze, weil er vorne sitzt. Ah! Du kleiner Pisser. So. Und Luxemburg. Ja, eine Sekunde vor dir. Ja, ja. Du sitzt ja auch vor mir. Ich weiß. Ja, ja. Lange im Reise. Wasser billig. Wasser sehr teuer hier. Ich weiß, warum Andrew immer so genervt ist. Der kriegt nämlich ein schlechtes Wasser. Ja, ja, glaube ich. Billig Wasser. Das ist hier so billig, ne? Das müssen wir aus dem Brunnen schöpfen. Der war wieder doof, ne? Das beste für alle. Oh, Junge. Ja, jetzt geht's hier bergab. Jo, ich merke das. AJ wohnt nämlich im Tal. Deswegen ist es so klein. Ja. Das drückt zu dick, er kann nicht höher wachsen. Die drückt ihn runter. Nicht wundern, wenn wir, wenn das Bild ein bisschen verwackelt ist und sowas. Ja, ich nehme mit dem Handy auf, ja, mit S8 Plus. Ich hoffe, dass die interne Bildstabilisierung das ein bisschen richtet. Also die Software. Also wir sind jetzt in Luxemburg und es ist wirklich sehr schön hier, muss ich sagen. Es ist echt schön hier. In Wasserbillig. Nein, wir sind nicht in Wasserbillig. Ja, wir waren im Wasserbett. Nee, wir haben uns verfahren. Ja, wir haben uns verfahren. Wir haben uns jetzt verfahren auf jeden Fall. Ist jetzt dezent belastend. Deine Geburt war das. Was? Roasted. Meine, ja, alles klar, was los. Ja, gut. Du meinst die mit den schwarzen Füßen, die haben weniger Rechte? Ja. Als die mit den grauen Füßen, okay. Das ist vollkommen richtig. Alles klar. Ja. Ja. Scheiße. Also können die Geld scheißen. Ja, ist noch eine Tankstelle. Und noch eine Tankstelle. Und noch eine Tankstelle. Alles klar. Und noch eine Tankstelle. Und noch eine Tankstelle. Und da ist auch noch eine Tankstelle. Ach Gott, wie viel ist das, Alter? Da kommt er noch. Hält nicht auf. Na, dann ist auch noch einer. Noch eine Aral, oder was ist das? Nee. Null. Sah genauso aus wie der Moral. Ja, und weiten. Wir gehen jetzt zur Pizza einkaufen, essen. Ja. Und wir sehen uns nachher. Leute, was geht? Ja! So, wir sind schon fast am Ende des Tages angelangt, ja. Also, hast du auf die Uhr geguckt? Nee. Ist fucking gleich halb 10 oder so. Ist halb 10. Ja, wir sind immer noch in Luxemburg, ja, wir müssen gleich erstmal noch wieder nach
5 Stunden fahren, genau, nach Bremen. Ja. Wie ich fahre. Wir fahren in unter 4 hoffentlich. Ja, ich hoffe, wir fahren unter 4. Also, ich will muss nicht fahren. Ja, also er muss nicht fahren. Er hat zwar einen Führerschein, aber er bleibt hier in Luxemburg. Der baut einen Unfall. Ja, und wir beiden Schwarzen. Der fährt bergauf gegen einen scheiß Baum. Das ist halt echt so. Und das ist sogar wie jetzt. Also, wir sind noch in Luxemburg. Ich vergleiche nochmal ein bisschen Film auf der Fahrt so. Also von so, was, so Landschaften so, falls mein Handy das noch erkennt. Ja. Schafft er eh nicht, der pennt. Der ist schon auf der Hinfahrt was eigentlich. Ja, das könnte gut sein. Also, ne, wir sehen uns dann später. Ja, also, jetzt ist der nächste Tag, ja. Wir sind gestern noch zurückgefahren von Luxemburg, wieder zurück nach Bremen. Ja, und wir haben, also Navi meinte 4 Stunden 57 Minuten. Wir haben es geschafft in 3 Stunden 52 Minuten. Ja, wir haben ein bisschen durchgebrettert, ja. Straßenbahn frei und so weiter. War ganz gut. Ja, ich habe fast die ganze Nacht geschlafen und so weiter. Ich war komplett im Arsch. Ja. War schon anstrengend, sag ich mal. Auch wenn man nicht viel getan hat. Also wir sind ja viel gefahren so. Aber naja. War ganz gut auf jeden Fall. Und hat Spaß gemacht. Also sehr gerne wieder. Also Luxemburg ist wirklich sehr schön und billig. Ja. Fast alle da fahren irgendwie Tesla oder sowas, ja. Gut, würden wir wahrscheinlich in Deutschland auch machen, wenn wir darauf keine Steuern zahlen müssen, so wie in Luxemburg. Ja, also Luxemburg ist wirklich schön so, ne? Und was total geil war für mich, war halt so, wir waren halt in der Fähre, ne? In Wasserbillig. Und auf der anderen Seite konnten wir dann Deutschland sehen sozusagen und das hieß Oberbillig, ja. Und die Fähre, da war halt direkt so ein Schild. Mit dem, wie heißt das, mit dem, vorher Luxemburg drauf stand, mit EU, ne? Und auf der anderen Seite war dann Deutsche Republik, also Bundesrepublik Deutschland. Ja, war auch richtig nice, so, keine Ahnung. Ja. Dass man dann so in Luxemburg stand und dann einfach so Deutschland sehen konnte, so auf der anderen Uferseite. Ja. Also ich hoffe, euch hat der Vlog ein bisschen gefallen, es war ein bisschen chaotisch und so weiter. Ich wusste das auch nicht hinzuschneiden, das ist alles mit dem Handy aufgenommen, ein S8 Plus, ja. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung und wir sehen uns später. Ciao, ciao.